Fasse den Term so weit wie möglich zusammen. Klammer auf, 5x mal 2x hoch 2 minus, Klammer auf, 2x, Klammer zu, hoch 3, Klammer zu, minus, Klammer auf, 12x plus 6x hoch 3, Klammer zu. Dieser Term ist jetzt recht lang und verschachtelt und wie immer brauchen wir unsere Rechenregeln, um diesen Term zusammenzufassen. Also erstens Klammern auflösen. Zweitens Potenzen berechnen oder vereinfachen, also die Hochzahlen. Drittens die Punktrechnung durchführen. Und viertens die Strichrechnung, also Plus oder Minus. So, diese Liste werden wir immer wieder brauchen, weil es immer wieder nach gleichem Schema funktioniert. Also wir schauen uns unseren Term an und gehen diese vier Punkte immer nacheinander durch. Also Schritt 1, Klammern auflösen. Hier fallen jetzt schon mal ein paar Sachen auf. Erstens, wir haben hier am Anfang eine recht große Klammer und dann hier hinten noch eine kleinere Klammer und in der großen Klammer drin befindet sich nochmals eine kleine Klammer. Als ersten Schritt würde ich sagen, wir fangen mal mit dieser inneren Klammer an. Den Rest, den schreiben wir einfach nur ab. So, um zu erkennen, wie diese Klammer aufgelöst wird, nehmen wir wieder unsere Liste zu Hilfe. Das heißt, wir gucken, ist bei der Klammer eine Potenz, eine Hochzahl dabei, ist sie mit einer Punktrechnung, also mal oder geteilt verknüpft, oder steht ein Minus, Plus oder Plus davor. So, also erstens Potenz überprüfen. Und in der Tat, hinter dieser Klammer befindet sich eine Hochzahl. Diese Klammer wird also mit Hilfe der Potenzrechnung aufgelöst. Das heißt, die hoch 3 geht auf jedes Element in der Klammer. Also einmal auf die 2 und einmal auf das x. 2 hoch 3 ist nichts anderes als 8 und x hoch 3 bleibt stehen. Weil Variable, also lässt sich nicht weiter vereinfachen. So, Klammer zu. Und ja, die hintere Klammer können wir eigentlich jetzt auch schon vereinfachen. Nach gleichen Kriterien. Wir schauen nach, gibt es eine Potenz hinter der Klammer? Nö, hier steht nichts. Gibt es ein Mal oder geteilt links oder rechts von der Klammer? Nö, gibt es auch nicht. Ist ein Plus oder ein Minus vor der Klammer? Ah, hier haben wir einen Minus vor der Klammer. Das bedeutet, wir haben eine Minusklammer und Minusklammern lösen wir auf, indem wir das Minus und die Klammer selbst weglassen und die Vorzeichen der Summanden in der Klammer umdrehen. Aus plus 12x wird also minus 12x und aus plus 6x hoch 3 wird minus 6x hoch 3. So, wir sind immer noch beim Schritt Klammern auflösen, weil eine ist ja noch übrig. Wir gucken wieder nach, was ist das eigentlich für eine Klammer? Steht eine Potenz hinter der Klammer? Nö, da steht nichts. Steht links oder rechts daneben ein Malzeichen oder geteilt, also eine Punktrechnung? Nö, steht auch nichts. Steht davor ein Plus oder ein Minus? Nun, es steht gar nichts davor. Wenn gar nichts davor steht, ist es automatisch eine Plusklammer. Und Plusklammern können wir einfach weglassen. Also 5x mal 2x hoch 2. Minus 8x hoch 3 und den Rest schreiben wir einfach ab. 12x minus 6x hoch 3. Okay, alle Klammern sind aufgelöst. Schritt 1 fertig. Schritt 2, Potenzen überprüfen. Gibt es noch irgendwo Potenzen, die wir vereinfachen oder berechnen können? Ja, alle Potenzen, die noch vorhanden sind, stehen über Variablen und da lässt sich nichts weiter vereinfachen. Also abgehakt. Schritt 3, Punktrechnungen durchführen. Gibt es irgendwo noch eine Multiplikation oder Division? Ja, zum Beispiel hier. Diesen Teil müssen wir zuerst berechnen. Wir multiplizieren Terme, indem wir zuerst die Zahlfaktoren multiplizieren, also 5 mal 2 und das sind 10 und dann die Variablen zu Potenzen zusammenfassen. Die Hochzahl gibt dabei immer an, wie oft diese Variable vorhanden ist. Also x hoch 2 heißt, die Variable x ist zweimal da. Jetzt haben wir ein x und dann hier nochmal 2x, also x, 2x dazu, sind insgesamt dreimal die Variable x. Und das können wir dann als x hoch 3 schreiben. Und den ganzen Rest
schreiben wir wieder ab. So, auch keine Punktrechnung mehr vorhanden. Bleibt noch das letzte, nämlich die Strichrechnung. Terme dürfen addiert oder subtrahiert werden, wenn sie die gleiche Variable haben, also gleichartig sind. So, jetzt gehen wir einfach her und überprüfen alle Teile des Terms extra. Der erste Teil hat als Variable x hoch 3. So, der zweite Teil hat ebenfalls x hoch 3 als Variable. Also dürfen die zwei schon mal zusammenrechnen. Der dritte Teil hat nur x als Variable. Es fällt schon sofort auf, dass hoch 3 fehlt. Also die Variablen sind nicht gleich, sondern unterschiedlich. Demnach dürfen wir dieses minus 12x nicht dazu rechnen. Aber der letzte Teil hat nochmal x hoch 3 als Variable. Also dürfen wir diese drei Teile zusammenrechnen. So, addieren oder subtrahieren tun wir, indem wir einfach die Zahlfaktoren, also die Zahlen vor den Variablen, zusammenzählen und die Variable gleich belassen. 10 minus 8 sind 2 und minus 6 sind minus 4. Und die Variable bleibt gleich. Und dann bleibt noch minus 12x übrig. Also nehmen wir das einfach noch mit und schreiben es ab. So, schauen wir nochmal nach. X hoch 3 hier als Variable und hier x als Variable. Diese sind nicht gleich, deswegen können wir nichts weiter vereinfachen. Und an dieser Stelle sind wir dann fertig.